Dem kennt mich zu gut. Weiß genau, wie ich reagiere. Er musste schon eine ganze Weile planen. Na, wir müssen das jetzt machen. Er wird Niki was antun, wenn er nicht bekommt, was er will. Okay, das erste wird mitspielen. Ich folge dieser IP-Adresse. Aber ich werde ihn irgendwie erwischen. Oh yeah, das werden wir. Ich will mal kurz gucken, was es so für geile Autos irgendwann später gibt. Boah. Geht's los. Muscle Cars. WKCTVs letzte Meinungsumfrage Sport zeigt, das Volk ist ganz eindeutig auf der Seite des Rächers Aiden Pierce. Viele bieten ihm sogar ihren Schutz an. Dennoch warnt die Polizei von Chicago davor, weil man sich dadurch strafbar macht. CVOS schaltet interessante Orte frei. Ja, wir wollten jetzt mal einen fixen Auftrag machen. Also bitte. Was macht denn der hier mit Schildern? Achso, ja, Fixauftrag. Fixauftrag. Ah, ja. ...3000. Machen wir das. Fahren wir mal hier in der Perspektive. Ach, 2000 Meter schon wieder, Freunde. Ich weiß wieder nicht, was ich erzählen soll. Weil es gibt auch noch nicht so viele Sachen, die in den Kommentaren stehen. Weil da schreibt eigentlich fast keiner rein. Das guckt ja auch fast keiner das bis hierher. Falls ihr das jetzt wirklich mal die Folgen immer regelmäßig anguckt, da könnt ihr jetzt mal schreiben in die Kommentare. Ich guck die Folgen regelmäßig. Und warum? Und dann könnt ihr noch schreiben, warum ihr sie regelmäßig guckt, weil die cool sind oder aus welchem Grund auch immer. Ja, damit ich mal weiß, ob es überhaupt Leute gibt, die das hier, dieses Projekt regelmäßig verfolgen oder nicht. Oh. Aua. Wie weit ist es noch? Ich weiß es nicht. Es ist so rechts. Und es sind noch 1000 Meter. Also dass das Armaturenbrett so verpixelt ist, finde ich nicht. Obwohl. Ist wahrscheinlich so extra so gemacht, aber man hätte es auch scharf machen können. Es muss doch einen Weg geben. Und Damien braucht diesen Sieg für sein Ego. Finde ich. Ich lasse ihn gewinnen. Persönlich. Ich finde den zweiten Hacker und er lässt Niki frei. Ob ich ihm glauben kann. Egal. Und die Perspektive ist auch ziemlich geil, weil da sieht man das Auto mal schön fett. Fixer Auftrag. Ich suche einen aufgegebenen Fluchtwagen. Die Cops werden auch danach suchen. Ich sollte Schleichwege und Seitenstraßen benutzen. Okay. Müssen wir dann wahrscheinlich uns verpieseln. Die führen wieder irgendwelche Scans durch. Dafür kriegen wir Money. Aber dafür gibt es ein hübsches Auto. Das war nicht schlau. Und die Ampel. Ha. Trololol.
Am besten sind eigentlich immer Brücken zum Entkommen, weil da die Bullen eh nicht hinterher kommen. Nur die ja anhalten dann. Dieser Dreckskerl wird uns nicht entwickeln. Das Verdächtige muss in der Nähe sein. Doch, ich werde entkommen. Weil ich viel zu schnell bin für euch, ihr Luschen. Bleibt stille, Verdächtige ist weg. Wir brechen ab und kommen zurück. Wenn die Marius so das solche ekliges. Scan autorisiert. Starten jetzt die Suche nach Verdächtigen. Scans. Die machen wieder irgendwelche Scans, ne? Was muss ich da machen? Ziel. Oh, what the? Genau. Macht nur genau den Scan, wo ich da wieder da bin. Raus schnell. Gibt's ne? Alter, roll mich doch ne. Der Scan. Der breitet sich immer in unsere Richtung aus. Na, das kann doch nicht sein. Jo. Genau! Freue mich doch nicht! Ich will aus dem Scan raus! Lass mich raus aus dem Scan! Jawohl! Und jetzt wieder unser. Der kommt immer näher! Mama! Dann müssen wir. Jetzt haben wir schon wieder die Abfahrt verpasst, oder? Freue mich doch nicht! Hier müssen wir jetzt runter! Alter! Die hören einfach nicht auf. Es ist nicht normal. Checkt's einfach mal, ihr habt mich verloren so. Ja, genau wieder in unserem Gebiet, ne? Ist ja nicht so, als würde das berechnet werden, dass wir hier für mich langfahren. Immer schön vor unserer Nase. Und 700 Meter noch. Die 3000 sind uns sicher. Hoffentlich. Ja, genau. Der Scan immer. Müsste unten rechts mal gucken. Der Scan immer bei uns. Jetzt würden die das wissen. Wo wir sind, dann brauchen die auch keine Scans mehr machen. Das Auto sieht auch sehr famos aus. Wie kommt man da jetzt hin? LS an alle Einheiten. CTUS ohne Ergebnis. Haben ihn nicht gefunden. Kommt man da rein hier? Jawohl. Große Klasse. 2000, ey. 2000. Was können wir uns denn noch mit Geld kaufen? Wisst ihr das? Ein Skillpunkt. Verfügbare Skillpunkte 3. Erhöht die Schussfrequenz von Halbautomaten. Gibt es bestimmt noch recht coole Sachen. Machen wir das einfach. Ein Skillpunkt. Fortschritt. Ja, das. Ich will jetzt mal so einen coolen Verbrechensauftrag machen, wo man so Verbrechen aufdecken kann. Das will ich mal machen. Jetzt lassen wir uns erstmal unser Auto wieder besorgen. Frag danach und du wirst es bekommen. Oh yeah. Der Fokus. Einfach rumfahren, dann werden wir schon so ein Ding kriegen. So eine Anfrage. Na komm. Komm schon. Bam. Na komm. So ein Auftrag muss doch mal. Ah, da müssen wir glaube ich mit. Oder? Ja, ich habe eine andere Idee. Wir machen hier den komischen CDOS-Turm wieder. Wenn das sowas ist. Das müsste es ja. Wie wir schon mal hatten. Die Hafenbehörden haben einen Container konfisziert, der militärtaugliche Waffen im Millionenwert enthielt.
Hier ist der wieder hier oben oder so. Der komische Tower. Aber warum ist das? Warum ist das Gebiet? Nein, ich habe doch keine Waffe. Alles wird gut. Ich hab doch keine. Ey, lauf doch mal nicht weg. Ich muss hier weg. Alles sauber. Alles sauber. Ach, nein. What the hell? Ich muss den einen oder anderen einen Headshot geben. Irgendwie müssen wir da noch anders rankommen. What the hell, wie viel hier sind? Hast du doch nicht aus, oder? So, wir versuchen uns natürlich von einer anderen Seite ranzuschleichen. Wir sind nicht entdeckt werden, was machst du hier, Digga? Warum stehst du so alt? Wer weiß, wer weiß. Hier kommen wir rein. Also leise. Ich brauche mal so eine Stealth-Waffe. Moment, da vorne ist was. Seht euch um! Vorsicht! Ich geb den einfach mal einen Headshot. Ah, Deckung. Der ist nicht weg! Sucht endlich! Wieder die Wache mit dem Zugangscode. Komm, 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 komm. Nicht schlecht, aber ich bin besser. Vernichtet ihn! Genug gespielt! Ich weiß, du bist da irgendwo! Du bist tot! Ein nochmal Mann, nicht okay. Also wenn ich mal nicht so viel rede, dann bitte ich das zu entschuldigen. Was hat denn der für eine krasse Waffe, Mann? Jawohl. Lass mal hier die Pistole nehmen. Hat einen ausgenockt, hat er für den. Ne, nicht ausgenockt, sondern getötet. Hängen. Hacken Sie die CTOS-Server. Wo ist das denn? Wo ist das Ding denn? Ach, hier drin. Oder hier draußen. Oh nein. Na klar, so, und dann muss es hier umgeleitet werden. Und dann können wir das knacken. Aha. Smoking on the window.
Wahnsinn. Das CTOS nimmt tatsächlich jede Minute auf. Und die Bürger haben keine Ahnung. Nein, die haben keine Ahnung. So, was jetzt? Hacken. Hier nochmal was hacken. Das ist interessant. Checken wir das doch mal aus. What? Cannabis. Anbau oder was? Das ist aber nicht gut. Jetzt haben wir noch eine Kamera. Muss ja. Muss ja. Oder? Ja. Wo ist hier die nächste Kamera? Ah, hier. Natürlich. Entriegeln. Jetzt haben wir hier CDOS. Hey, ich will nur mal das kurz wissen, was da abgeht. Da war noch was. Oh, was? Ich muss das nochmal machen. Ist das nicht schlimm, Leute?